Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ja, ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt so langsam zum Dorf geht. Und genau wie er habe ich auch so langsam die Hosen voll, ehrlich gesagt. Weil das ist meine absolute Hassstelle hier. Es gibt noch ein, zwei andere Hassstellen, die ich immer gehabt habe. Aber ja, die ist wirklich, das ist eine absolute Hassstelle von mir. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hören die das, wenn ich schieße? Aber ich glaube, ich spare mir lieber die Munition. Also theoretischerweise, ich kann mich nie an die Vögel ranschleichen, ne? Ne, okay. Kann ich mich an die Zombies ranschleichen? Oh, wie gesagt, ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief. Oh, der arme Wolf. Kann ich hier kurz gucken, ohne dass ich hier von irgendjemand angegriffen werde? Der arme Wolf, der tut mir leid. Das meine ich mit den Bären fallen. Da bin ich so ungerne, aber so oft reingelaufen. Meistens auch in Fallen von Zombies. Okay, das, da ist nur ein Berg, wollte ich gerade sagen, Baum reingefallen. Das ist noch okay. Jetzt habe ich mal eben kurz eine Sache. Wieso habe ich jetzt hier mein Aufnahmezeichen drin gehabt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen konntet, aber mich hat das genervt, weil es bei mir unten rechts die ganze Zeit angezeigt wurde. Da ist nichts mehr. Ich muss hier echt gucken, dass ich hier nicht in eine Bärenfalle reintrete. Oh mein Gott, wie viele sind das bitte? Das hört sich so... Ach, gucke mal. Da habe ich Bilder von Lost Places gesehen. Die sahen auch so aus, die Autos. Die sind cool. Kann ich einfach hierbleiben, mir die Autos angucken? Nee? Da oben ist doch gerade einer rumgelaufen. Ich habe gerade einen von rechts gehört. Wieso höre ich den die ganze Zeit von rechts? Kann man nicht einfach hier rumschleichen? Da ist doch noch was drin. Komme ich denn da rein? Könnt ihr mal einfach mit diesen Soundgeräuschen aufhören, Leute? Ganz ehrlich. Aber ich denke, dass die jetzt nicht... Oh, 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 oh. Aber die ist schon zu. Ja, ja, die ist schon zu. Ich kenne diese Mistfallen. Ich kenne sie und ich bin so oft da reingelaufen. Oh. Sind denn hier noch einer? Ich habe hier doch gerade irgendwas gehört, oder nicht? Oh, 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 nein! Ziel! Ich hasse euch! Ich hasse euch! Also die, die zucken, sind die bösen Zombies. Die anderen bleiben liegen, glaube ich. Hat er beides genommen? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe nur noch 11. Ne, Moment, ich kann noch aufladen. Ne, ich kann nur bis 10, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hasse euch wirklich. Also nicht euch, sondern die Macher vom Spiel. Ich muss hier immer mal so ein bisschen gucken. Ich weiß, dass da... Kann man das hier drin sehen? Ich weiß, dass da auch Geheimnisse waren und dass man was wegschießen konnte. Ich weiß aber nicht, ob das schon am Anfang war. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Vergiss das, Leute. Vergiss das, Leute. Ich bin da so oft drauf reingefallen. Und hier kam, glaube ich, immer so eine Tuse rausgestürmt. Jetzt kommt ein Mann raus. Die Tuse hat mir irgendwie besser gefallen. Meine zumindest, das wäre eine. Kommst du raus?
Ich habe auch Kekse. Komm. Komm, ich will nicht auf so engen Raum mit dir kämpfen. Komm raus. Komm hier. Was bist du für ein Feigling? Hier bin ich. Hier. Jetzt. Na, komm. Willst du mich verarschen? Wenn ich da durchlaufe, kommen bestimmt von der anderen Seite noch Zombies. Nee, nee. Hallo. Ja, kommst du jetzt? Hast du mich jetzt endlich gesehen? Oh. Gesehen hat er mich anscheinend. Die Frage ist, kommt er jetzt raus? Ins Auge, Penner. Wolltest ja nicht rauskommen. Wieso geht der jetzt nach vorne? Hallo? Ich hab nur gezielt. Okay. Okay. Also, wie gesagt, ich bin... War ich das gerade? Ich hoffe. Ich bin Profi, wenn ich das Ganze einmal durchgespielt habe, weil dann kann ich das ohne Probleme mehrmals durchspielen. Aber ich bin totaler Schisser, wenn ich die erste Runde durchspiele und nicht weiß, was jetzt passiert und ob die das jetzt so gelassen haben wie im Original und solche Sachen halt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Die Blendgranaten sind automatisch hier drin. Okay. Oh Gott. War das nicht irgendwas? Nee, das war das Dorf hier, ne? Der Dorfeingang. Oh, sieht doch schon mal sehr einladend aus. Hier extra für uns haben sie hier schon mal ein paar Köpfe hingemacht. Können wir uns einen aussuchen. Ich glaube, da ist ein Kopf runtergefallen. Ja, da ist einer runtergefallen. Entschuldigung, wollte ich nicht. Oh, da hinten. Konnte man da nicht irgendwie mit einem Fernrohr oder so gucken? Ah ja, okay. Meine ich doch. Warum muss ich dafür so weit hier reingehen? So, Zoom. Zoom ist mit L. Oh, ich glaube, das war der andere. Oh. Ach du Scheiße. Das sollen die mit mir aber nicht machen. Ja. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Sieht sehr interessant hier aus, ne? So die alte Bauweise und so weiter. Das ist schon nicht übel. Aber die haben noch kein Solar auf den Dächern. Also da muss ich ja mal meckern. Hatten wahrscheinlich keine Zeit dafür oder so. Hühner sind auch dabei. Das ist sehr schön für Menschen, die untot sind. Da müssen natürlich auch Hühner... Der hat nicht gerade ernsthaft ein Ei gelegt, oder? Ihr wollt mich doch vergackeiern, oder? Okay. Okay. Kann ich denn irgendwie auf eine andere Art und Weise da rein, ohne dass ich hier alles zuballer? Moment, hier können wir rum. Ich weiß auch gerade gar nicht, Moment. Da ist ein Diamant, was heißt das? Ah, Schatz erweiterte Karte. Okay. Hier auch. Ja, da werden wir uns dann mal in Ruhe umsehen. Aber ich muss erstmal gucken, ob ich hier irgendwas... Vielleicht erwische ich ein, zwei zumindest, die schon mal ein bisschen außerhalb rumlaufen oder so. Da ist noch ein Kraut. Da ist ein Huhn. Da läuft einer. Ja, ja. Ja, mach das weg, Mann. Kann ich die nicht irgendwie von hinten mit einem Messer dolchen oder so? Ist wahrscheinlich nicht möglich hier, ne? Ich kann es ja mal ausprobieren. Nicht umdrehen. Nein. Nicht umdrehen. Ja, zwei. Wie geil.
Wie geil! Das macht Laune. Das macht wirklich Laune. Keiner gehört, oder? Durch das Fenster könnte ich theoretisch rein. Ah, da waren zu viele, ne? Das ist hier direkt. Ja, 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 okay. Dann gehe ich lieber hier. Wahrscheinlich ist da jetzt ein Zombie drin. Bei meinem Glück. Hat ja keiner was gehört, ne? Okay. Warum zückst du jetzt hier schon die Pistole? Dann mal los. Nein! Lauf! Du sollst laufen, du Blödmann! Oh, falsche Taste! Geh weg da! Nein! Hau ab! Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier war's nicht. Da ist eine offene Tür. Ha, da wollte ich hin. Oder auch nicht, weil dann diese Sequenz beginnt. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, wollen sie. Wollen sie. Komm, schau dich schnell um. Ihr könnt mich mal. Oh, ein Seidenkristall. Sehr geil. Ist jetzt überhaupt nicht das, was ich gerade brauche, aber... Moment, wir haben eine Blendgranate, okay. Hinter mir ist keiner, okay. Oh, wie kann ich die ausrüsten? Wie kann ich die ausrüsten? Moment. Bestätigen. Ausrüsten. Ja. Halt! Lauf einfach! Lauf! Spring! Lauf! Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss oder was ich machen kann, aber lauf einfach. Das war eine ganz dumme Idee. Das war eine ganz dumme Idee. Nein, 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 nein. Nein, lauf woanders hin, lauf woanders hin. Tschüss! Nein! Ich kann doch nichts dafür, Madame. Sie haben doch hier alles gemacht. Lass mich hier rein. Lass mich hier raus. Nein! Wuhuhu! Dann lass mich hier raus. Nein! Hau ab! Oh. Das war falsch. Das war falsch. Das war Sackgasse. 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 Lauf. 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 Ich habe absolut keinen Plan mehr. Ich weiß, dass es hier irgendwo eine Route gab, wo man super vorbeikam. Nein, 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 nein. Also ich kann euch direkt schon mal sagen, dass ihr das in Anführungszeichen nur 5 Minuten durchhalten müsst. Aber 5 Minuten können sehr lange sein. Ah. Kann man hier nicht hoch? Nee, kann man nicht. La la la. Hau ab. Die Dame, könnten sie vielleicht woanders hingehen mit ihrem Ding?
Ist das euer Ernst hier? Ist das euer Ernst? Du kannst mich. Tschüss. Oh, und ich bin schon wieder in die Sackgasse gelaufen. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Bin so doof manchmal. Tschüss. Die Dame, könnten Sie mir vielleicht aus dem Weg gehen? Oh, hier brennt was. Nein, 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 nein. Können die 5 Minuten jetzt endlich mal rum sein, bitte? Ich bin doch nur die kleine Gameplayerin. Ich bin doch nicht so gut in solchen Dingen. Ich war mal richtig gut drin, aber jetzt doch nicht mehr. Danke, danke, danke. La campana. Al que obedece. Él nos invoca. Tenemos que servir. Genau, steh mal einfach mittendrin, ist ja kein Thema. Bist ja nur gerade von den ganzen Leuten gejagt worden. Wenn ich das Zeichen sehe, kriege ich irgendwie eine perverse Lust, Diablo 4 zu spielen. Wo wollen die hin? Zum Bingo? Kann doch sein. Ja. Wir haben quasi nichts mehr an Munition. Schrot ist auch leer. Wir erfreuen uns allem, was so kommt. Herstellen, Kräutermischung, ja, die können wir herstellen, die machen wir auch. Achso, gedrückt halten, okay, sehr schön. Mal wieder einen Platz mehr. Komm, Condor One, es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Mhm. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Na, ich doch immer. So, okay, also, wie geil, da steht sogar drin, was wir nicht aufgenommen haben. Was wir aber anscheinend, das war glaube ich das, was wir kaputt gehauen haben. Das ist geil. Verschlossene Schublade. Ah nee, auch die Sachen, die wir nicht gesehen haben anscheinend. Schatzerweiterte Karte, Wand mit Durchbruch. Ja, wir holen uns erstmal das Hühnerei. Das ist natürlich das Allerwichtigste, was wir hier holen können. Was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Oder man konnte die verkaufen. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher, was man nochmal damit machen konnte. Ich weiß, da gab es irgendeinen Grund für... Aber ich habe keine Ahnung. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier überhaupt reinkommen. Ich will nicht die Karte öffnen. Da kommen wir gar nicht rein. Geht nicht auf. Kann man da übers Dach rein? Nee, natürlich auch nicht. Warum hast du wegen einem Huhn jetzt gerade die Pistole gezückt? Das finde ich nicht gut. Kann man hier klettern? Ist hier noch einer drin? Ich wollte gerade sagen, die müssten doch eigentlich alle... Das ist nicht, das ist ja wohl kein Partnerschaftsding, oder? Hä? Das kann man doch gar nicht zu zweit spielen. Ach so, ja, doch. Ich glaube, wir kommen mit der Shelly, ne? Kamen wir dahin. Sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Haben die dich platt getrampelt eben, oder was? Du warst doch eben noch nicht da. Ach, da haben sie auch die Dinger hingestellt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen hier. Habe ich hier drin alles? Nee, hier habe ich noch nicht alles. Guck mal nochmal eben. Ich bin ja auch so panisch durchgerast, ehrlich gesagt. Aber nee, hier bin ich noch nicht so panisch gewesen. Es war in dem anderen. Da habe ich aber dran gerappelt, genau.
Okay, und da haben wir keinen Schlüssel für, verstehe. Aber da war doch gerade... Ach so, das war das. Was ist das hier? Zeigt er nicht an. Und im Nebenraum kommen wir so nicht rein. Ja, das ist doch Mist. Na gut. Hier daneben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Weil da hatte ich nicht so die Möglichkeit, ehrlich gesagt. Ach ja, das hätten wir jetzt auch davor schieben können für den Angriff. Er ist schon wieder die Pistole am Zücken. Das finde ich nicht gut. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich gut. Man ist immer... Ich hoffe, das war ich. Man ist immer allseits bereit. Auf der anderen Seite, das sieht immer so aus, als ob einen gleich was anspringt. Ich hoffe, das war ein Huhn. Ich hoffe, das war jetzt nichts Lebendiges, was gerade so geschrien hat. So, das waren, glaube ich, die beiden Sachen, die hier noch drin waren, ne? Schießpulver gibt es hier oben noch. Und da gibt es noch was. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Theoretisch kann man, glaube ich, auch die Hühner irgendwie abschlachten mit dem Messer. Kann das sein? Das ist ein Hahn, aber ist egal. Ja, genau. Haha, habe ich mich doch richtig erinnert. Ich glaube, das konnte man mit der Kuh auch machen, aber die ist ja jetzt schon tot. Moment, zurück. Und... Da rein, rechts? Kann das sein? Ja, rechts. Aber dann auf der rechten Seite. Gucken wir aber trotzdem mal eben. Was ist denn... Ach so, hier war das mit dem... Ah ja, da hätte man auch hochgekonnt, glaube ich. Da ist auch noch ein Kraut. Das haben wir gar nicht gesehen auf der Übersicht. Sehr schön. Eine kunstvolle Halskette. Da können wir, wenn ich mich richtig erinnere, kann man, glaube ich, so Steine sammeln. Also Topaz und Rubin und weiß ich nicht was alles. Dann kann man die da reintun. Und ich glaube, wenn die einmal komplett voll ist, bekommt man einen wesentlich höheren Wert. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können sie sich ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn sie sie mit Edelsteinen besetzen. Ja. Danke. Aber ich konnte es wenigstens aus der Erinnerung sagen. Immerhin etwas. Okay. Das heißt aber, wenn er mir das Kraut schon nicht angezeigt hat, dass theoretisch ja auch noch was anderes hier hätte drin sein können. Sollen wir mal da reingucken, ob die da noch drin sind? Aber ich glaube, das war keine gute Idee. Okay. Ich erinnere mich irgendwie an eine Halskette oder sowas, glaube ich. Die... Ah, gucke mal, da ist auch noch was, was wir noch kaputt machen können. Geld. Also das zeigt er offenbar nicht an. Eine Halskette, die man irgendwie runterschießen konnte. Oder war das nicht in diesem Dorf? Ich meine aber schon. Hier, das war... Das sieht aber mal richtig geil aus. Das sah im Original nicht so geil aus. Das triggert mich jetzt, ehrlich gesagt. Aber das war nicht so außerhalb. Das war schon im Dorf drin. Wenn ich mich richtig erinnere. Da war irgendwas... Ich glaube... Moment, ist da noch ein Kraut? Ich glaube, da war irgendwas mit Gülle oder so. Und wenn die da reingefallen ist, glaube ich, war die weniger wert. Aber man konnte dem vorbeugen, indem man was da drüber gelegen hat, glaube ich. Hier können wir theoretisch auch noch raus, glaube ich. Ich will es jetzt aber noch nicht ausprobieren. Hi, Zombies, ihr seid alle weg, ne? Hoffe ich mal. So, ja. Zombies sind weg, aber man kann sich direkt schon mal den Schädel hier einschlagen in so einen Holzverschnitt, so einen Holzbalken. Kein Thema. Hat hier wieder einer... Da hat tatsächlich wieder einer sein Ei verloren. Geil. Geil. Bup. Kriege ich so auch noch einen Huhn? Ein Huhn, ja. Ein Ei, meine ich. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Ach so, Moment. Kommt man da hoch? Kann man das sehen? Theoretischerweise müsste ich... ja, hier hochkommen. Ist hier auch noch irgendwas? Nee, ne? Weil da war ja noch eine Kiste, da kamen wir am Anfang nicht hin. Immerhin Schießpulver drin, ne? Also,
bin halt jemand, der wirklich überall, wenn ich kann, auch mal guckt. Und hier kamen wir her. Das triggert mich aber trotzdem so ein bisschen, weil ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier gewesen ist. Das war die Sache zu zweit. Da bin ich vorhin reingekommen, genau. Ich finde es jetzt nicht. Aber da müsste irgendwie darunter Gülle sein oder so. Sowas wie hier vielleicht. Aber hier oben ist ja nichts drüber. Was man wegschießen kann. Ich höre schon wieder überall Geräusche. Ihr seid solche Schweine, ehrlich. Hier war doch irgendwo auch ein verbrannter Stall, ne? Da war ich auf jeden Fall schon drin. Habe ich mich jetzt erschrocken? Nee, es war aber nur ein Huhn. Hier vielleicht? Kann man da was abschießen? Nee. Das müsste dann auch so blinken, glaube ich. Vielleicht vertue ich mich da auch nur. Ich bin mir nicht sicher, aber es triggert mich halt ein bisschen. Da ist noch Schießpulver. Ach so, da ist noch... War ich da nicht? Stimmt, da war ich eben noch nicht. Aber hier ist auch nichts, wo man was runter... Oh, hier ist Schießpulver. Liegt einfach so auf dem Wegesrand rum. Ja, kein Thema. Das haben wir noch gern. Okay, hier ist auch noch was. Ah! Ein Rubin. Sehr schön. So, was haben wir hier? Pistole, Munition. Ich danke euch, ich danke euch. Haben wir noch irgendwas anderes? Nö. Knallt doch nicht immer die Türen so. So, jetzt ist die Frage, musste ich jetzt da runter oder musste ich jetzt hier runter? Ne, da oben ist das Ziel. Okay. Aber hier können wir theoretisch auch nochmal. Ach, vielleicht ist das auch nochmal so ein Dorf und das ist dann da irgendwo gewesen. Das kann natürlich sein. Würde ich jetzt gerade gar nicht drauf schwören. Oder ich habe es tatsächlich irgendwie übersehen. Also wenn ihr wisst, dass ich es übersehen habe, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich meine, ich komme hier nochmal hin, deswegen nehme ich auch die Aktion mit ihr, dass man das in Partnerarbeit machen muss. So, wir haben nicht so viel Munition. Ich weiß immer noch nicht genau, ein braunes Hühnerei. Achso, stellt etwas Gesundheit wieder her. Ja, aber, ne? Mal gucken, ob ich das so mal verwende, ich weiß es nicht. So, das dahin und das können wir dann herstellen mit dem. Ja, gedrückt halten, ich habe es schon wieder vergessen. So, ist das mal wieder ein bisschen aufgeräumter, man kann auch wieder mehr mitnehmen. Ich habe deswegen trotzdem nicht weniger Schiss, wenn ich ehrlich bin. Da war aber nichts mit Speichermaschinen oder so hier drin, ne? Die zeigt er mir ja sonst, glaube ich, an. Ich höre doch schon wieder jemanden. Ist das euer Ernst jetzt? Oh, ist das euer Ernst? Da kommen jetzt schon wieder neue oder was? Echt jetzt? Da ist sie. Die Mühle. Ja, ja. Die Mühle interessiert mich gerade reichlich wenig. Oh, nee. Alter, was bin ich froh. Komm aus der Hocke raus. Ah, ist das schön. Ich habe einen Speicherstand gefunden. Einen Speicherstand, genau. Einen Speicherplatz gefunden. Sehr, sehr geil. Das heißt, ich bin gerettet, weil ich würde nämlich gerne hier speichern, damit die Folge nicht zu lange wird. Dann können wir nämlich hier diesen... Ja, diese glückliche Fügung des Schicksals nutzen, eben abspeichern und dann können wir den Rest nämlich in der nächsten Folge machen. Ich danke euch, Machern, dafür, dass hier eine Speichermaschine ist. Ich danke euch wirklich sehr. Vor allen Dingen, ich will diesen Scheißkerl mit
Kettensäge will ich nicht nochmal machen müssen. Ich will danach speichern. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Ich werde hier erstmal eine Runde speichern und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Hallo, bleibst du mal stehen? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.